Ja, hier haben wir ganz viel Erde. Das werden wir jetzt gleich aber ändern. Und zwar. So, indem wir, dass wir ganz viel Kisten bauen. Hier auch noch. So, 8 Kisten müssen erstmal reichen. Hoffe ich mal. Die stellen wir dann in unseren. Oh. Kann ich hier jetzt noch öffnen? Hey, perfekt. Super. Sehr gut. So, dann stellen wir hier nämlich unsere Kisten davor. Nee, aber nicht so. Müssen wir ein bisschen anders machen. Weil hier müssen wir eine Doppelkiste davor. Und hier legen wir auch eine Doppelkiste davor. Dann stellen wir hier die Fackel rein. Und dann fällt es hoffentlich keinem so richtig auf. Nee, die Fackel muss dahin. Hier muss dann. Hier kommt so ein Block rein. Und dann hängen wir dann das Schild, wo was ist. Dann kommt hier wieder so ein Block rein. Und dann kommen hier zwei so Kisten. Wenn das wieder weg ist, so. Kommt die hier hoch. So. Hätten wir schon mal. Jetzt haben wir nur noch zwei Kisten. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich mit einem Zweiergang machen. So. Dann kommt hier das rein. Dann kommen hier wieder zwei hin. Dann kommt hier so einer hin. Dann kommen hier zwei hin. Beziehungsweise das mal könnten wir ein bisschen versetzt machen. Hier zwei, hier zwei, aber dann geht die da rein, das ist schlecht. Ah ne, geht sie nicht, oder? Müsste nicht reingehen. Wird es hier so versetzt, dann wieder ein Zweiergang und dann kommt es hier wieder. Hier so 1, 2, 1, 2. So, dann hätten wir das schon mal geklärt, wo die Kisten hinkommen. Jetzt habe ich hier auch noch eins hin. Ne, das lassen wir weg. Ups, wieder falsche Quick-Taste geklickt. Weil da kommt ja auch keins hin. Außer wir bauen es so wie da. Warte, das will ich gerne mal ausprobieren. Wie das ausschaut, wenn da die Truhe steht. Ja, es schaut viel besser aus. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Ah nee, dann setzen sie sich so zusammen. Ich muss nachschauen, ob es so. Jetzt probieren wir es mal, ob es so geht wie da. Jetzt da noch stehen kann. Nee, geht leider nicht. Hier kann aber noch eine stehen. Kann jetzt halt die auch zu einer Doppel hier verbunden werden? Nein. Bedeutet, wir können immer bloß so. Sehr schade. Bedeutet, hier muss dann immer so ein Doppelding dazwischen. Hier könnten wir dann irgendwas anders hier. Naja. Naja, müssen wir mal schauen. Eins zu. Nein. Nein. Hier. Eins, zwei. Hier. So. Dann müsste das passen. Hoffe ich mal. Dann machen wir uns jetzt noch ein paar Truhen, um genau zu sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht wie vorher. Brauchen wir genau einmal 64, genauso wie vorher. Dann haben wir fast kein Holz mehr, aber egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, nein, 9, nicht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, jetzt haben wir 8 Runen, genau wie vorher. Dann müssen wir das Ganze nur noch beschriften. Ups, falscher Raum. Dann kommen hier noch die Truhen rein. Hier stellt sich eine hin. Da. So, das Ganze können wir dann noch in zweite, dritte Ebene fortführen. Da halt nicht. Das wird halt dann in der Mitte, wird es dann so ausschauen.
dass hier so die hier sein werden und dann kommen hier zwei raus. Kann man einmal außen rum gehen. Ah, jetzt kann ich die nicht mehr öffnen. Stimmt. Mist. Das müssen wir anders hinkriegen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Da könnten wir jetzt, müssen wir wieder runterlaufen. Tut mir leid. Die hier. Genau. Könnten wir das da hinsetzen, so. Nein. Wäre toll, wenigstens einmal so, wie es ich haben will. Ja, genau so will ich es haben. Dieses Mal will ich es ein einziges Mal so haben. Jetzt müssen wir noch wieder schnell was ausprobieren. Jetzt geht auch gleich die Axt kaputt, weil die das alles nicht mehr mitmachen will mit dem ausprobieren. Ja, da können wir es drauf bauen. Dann passt es perfekt. Ups, Axt ist ja kaputt. Bedeutet, dann kommt... Oh, Axt sollten wir schon eine haben. Weil es jetzt sonst ewig dauert hier. Stein auch ein bisschen was mitnehmen. So, ins Arbeitszimmer laufen. Das wird halt jetzt ein bisschen zu geschachtelte Räume. Sind halt immer ein bisschen komisch, wenn man dann so hin und her laufen muss. So. Bisschen nervig manchmal, finde ich. So, das muss wieder weg alles hier. So, jetzt bauen wir erstmal hier. Dann rennen wir rüber. Oder nein, hier können wir es auch gleich ausprobieren. Nein. Ja. So. Ja, passt. So, dann können wir das Ganze in die zweite Ebene fortführen. Dann können wir hier vielleicht so eine Leiter machen. Und dann uns oben noch eine Schicht reinbringen. Hier so. Hier so eine Trennschicht. Sozusagen. Wo dann oben noch eine Kistenreihe hinpasst. Hier können wir das gleiche Prinzip aber eigentlich auch machen, oder? Über die das so drüber. Dann kommt hier noch eine Kistenreihe drauf. Nein, so nicht. Das muss natürlich auch fortgeführt werden hier. Ah, das kommt ja wieder raus. Das muss wieder raus. Stimmt. Wenn die jetzt da stehen, so, dann stehen die da. Dann können wir die aber nicht mehr beschriften. Ist ja blöd. Weil die zeigen so nach links und die können wir nicht mehr beschriften. So bringt man möglichst viele Kisten hin, aber ich weiß nicht, wie ich die jetzt beschriften soll dann. Wahrscheinlich muss ich die dann so beschriften. Die hier so. Das, was da drauf steht, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Hier muss frei bleiben. Ich müsste hier 1, 2, dann könnte ich aber... Ja, das reiße ich alles nochmal weg. Auch wenn ich so vielleicht 1, da kriege ich auch plus 3 auf 2 Etagen maximal. Ah ne, die kann ich ja stehen lassen. So wie es da ist, mache ich es jetzt wie auf der Seite da. Aber das geht ja nicht, oder? Oder war das deswegen? Hier ist eine, da ist eine. Hier ist es halt genau anders. Ah ne, das ging ja nicht. Scheiße, ey. Habe ich jetzt alles wieder abgerissen? Nein. So wieder bauen, dass es geht wieder. So. Jetzt kommen hier wieder die Nicht-Truhen hin. Nein. Nein, keine Truhe kommt hier hin. So, jetzt haben wir hier in der Mitte schon mal die Truhen. Jetzt kommen hier die drauf und hier kommt
rüber. Über die Truhen kommt. Nein, über die Truhen, das kann ich ja nicht aufmachen. Hier kommen jetzt wieder Truhen drauf. Dann kann ich es aber wieder nicht beschriften. Ah, dann ich habe eine Idee. Wir machen dann hier so eine Truhe. Eine Truhe. Eine Truhe. So. Setzen wir bloß kurz so hin. Also eine Truhe. Dann kommt hier. Kommen hier die Truhen drauf, die nächsten. Reißen wir die mal schnell ab, weil da wissen wir, dass die Truhen hinkommen. Boah. So. So, hier kommen die nächsten Truhen drauf. Dann steht hier die 1er Truhe. Dann können wir hier nämlich wieder rein theoretisch, oder? Hier das so weiterbauen. Das hier so. 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 Dann kommt hier nämlich immer 2er Truhe drauf. Was war das? Ah, ich hab Angst. Dann kommt hier die 1er Truhe drauf. Und dann machen wir das mit der 1er Truhe stockwärts auch so hoch, dass halt hier dann so das hier so hinkommt. Und dann kommt hier die 1er Truhe. Und hier kann halt keine 1er Truhe mehr hin. So. Hier kann auch keine zweite eigentlich mehr drauf. Oder doch, hier kann noch eine zweite drauf. Hier kann noch eine zweite oben drauf. Hier kann noch eine einzige hin. Und hier kann auch noch eine zweite oben drauf. Hier kann noch eine zweite oben drauf und dann so. Und die beschriftet dann die. Und die kann nicht beschriftet werden. Doch, die kann beschriftet werden. Und zwar indem, dass wir hier doch zubauen. Funktioniert das 2er-Thron-System, also dieses 1er-Thron-System leider nicht, oder? Also hier steht eine Truhe, über der ist das. Hier steht eine Truhe, über der ist. Über der ist natürlich das. Hier stehen natürlich die Thronen. Kann ich mit dem hier und hier beschriften und hier und hier und da und da, und dann machen wir oben noch ein komplett neues Ding rein. Oder wir lassen da, wo die Einsatzrunden stehen würden, stellen wir eine Fackel hin. Jetzt müssen wir natürlich auf der anderen Seite Plätze finden, wo wir Fackeln hinstellen. Und zwar stellen wir die da hier hin. Damit es nicht so dunkel ist. Und hier können wir auch Fackeln reinstellen. So, jetzt sollten wir mal schlafen gehen. Sicherheitshalber. Bevor doch noch irgendein Monster da ist. Und ich sehe gerade, dass wir jetzt dann demnächst auch aufhören sollten. Warum spawnen denn keine Monster? Einfach ist doch. Ah, da ist ein Creeper gespawnt gewesen. Achso, den hat man bloß nicht gesehen. So, jetzt müssen wir noch ein paar Truhen bauen. Hier kommt noch eine hin. Kann ich da noch eine drüber bauen? Ne, kann ich nicht. Ich baue trotzdem das dahin. Einfach aus System. Nein, da kommt ja dann Fackel hin. Ah, wir haben keine Erde dabei, Mist. Hier kommt auch eine Fackel hin. So, und dann kommen hier wieder die Truhen rein. Dann bauen wir hier oben uns so eine zweite Etage. Ich hoffe, ich finde mich danach da drin wieder zurecht in diesem Mega-Chaos hier. Bauen wir es natürlich auch Leitern. Wo sind die Stöcke? Ach, da haben wir dabei. Oh ne, wir haben kein normales Holz mehr. Dann gehe ich jetzt lieber gleich mal Holz sammeln. Auch wenn ich es jetzt dann vielleicht offscreen machen werde. Das Ganze mit dem Holz sammeln. Deswegen sage ich, ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen. Ja, dass ihr zugeschaut habt. Wow! 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 Scheiße! Ah.
Boah, bin ich gerade erschrocken. Alter, ist auch ein scheiß Creeper, ey. Wenn wir seine Abschiedsrede halten und dann... Ach du Scheiße. Okay, jetzt muss ich mich erst wieder... Jetzt muss ich mich erst wieder fassen. Ich gehe lieber ins Haus rein für die Abschiedsrede. Wobei da jetzt auch was drin sein... Boah, ich hätte schon gedacht, da schwimmt was. Boah, okay. Wir stellen uns in unser Wohnzimmer. Schauen den allen dazu. Okay. Also, ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen. Wir werden uns nächstes Mal hoffentlich genau wieder hier finden. Bloß mit ein bisschen Holz in der Tasche. Und ja, ich werde es jetzt offscreen machen. Mir gefällt es zwar nicht, aber ihr wolltet es unbedingt. Und wenn es euch auch nicht gefällt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt öfters machen werde, aber ich werde es jetzt auf jeden Fall mal machen, damit dieses Holzhacken einfach weg ist. Aber wenn es ihr nicht wollt, auch wenn es bloß 2 Leute nicht wollen und wie 10 Leute wollen, für die 2 Leute machen wir es halt dann, dass wir halt, weil es gibt ja dann so Leute, also es gibt, für die 2 Leute machen wir es halt dann, dass die das Holzhacken sehen können, wenn sie es unbedingt sehen wollen. Und die anderen können ja einfach vorspulen und dann sehen sie halt bloß die Hälfte der Folge, weil das andere Holzhacken war. Also ich bedanke mich beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Und ja, das war's. Ja. Ja. Tschüss.